Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum zweiten Part dieses Videos. Heute möchten wir uns mit dem Neuen Testament beschäftigen. Was sagt das Neue Testament über den Tod? Was passiert nach dem Tod? Was sagt Jesus Christus persönlich über das? Gibt es ein Leben nach dem Tod oder auch nicht? Anfangen möchte ich mit Markus Kapitel 12, Vers 26 bis 27. Was aber die Toten anbelangt, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch Moses bei dem Busch, wie Gott zu ihm sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Darum irrt ihr sehr. Hier sagt Jesus, dass Gott der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist. Der Gott der Lebendigen und nicht der Toten. Er nennt Abraham, Isaak und Jakob als lebendig. Die haben viele Jahrhunderte vorher gelebt, vor Jesus Christus, und waren schon lange tot. Und trotzdem nennt er der Gott der Lebendigen. Jetzt wollen die Kritiker oder die Christen argumentieren, einige Christen, die den Todesschlaf oder beziehungsweise eine Nicht-Existenz lehren, argumentieren, ja, das bedeutet nicht, dass die geistlich lebendig sind, sondern dass, weil sie Propheten waren, ist ihnen die Auferstehung garantiert. Aber das sagt der Text überhaupt nicht aus. Das ist hineininterpretieren. Der Text sagt klipp und klar, er ist ein Gott der Lebendigen, ein Gott Abraham, Isaak und Jakob. Aber schauen wir uns eine weitere Stelle in Lukas Kapitel 23, Vers 46. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Kurz bevor Jesus starb, befiehlt er seinen Geist in Gottes Händen. Jetzt sagen hier Kritiker, dass nicht so gemeint ist, dass sein Geist oder dass er geistlich zu Gott zurückkehrt, dass Gott in seine Hände wieder seinen Geist aufnimmt, sondern dass Gott über den Schicksal Jesus entscheide. Jesus sagt, entscheide du über mein Schicksal. Nun, ich möchte nur daran erinnern, dass Jesus alles vorhergesagt hat und wusste ganz genau, wie sein Schicksal aussehen würde. Er hat genau vorhergesagt, dass er gekreuzigt wird, sterben würde und wieder auferstehen würde. Also dieses Argument kann sich nicht auf Wahrheit stützen. Jesus meint hier definitiv geistlich wieder zu Gott. Sagt, nehme du in deine Hände meinen Geist. So wie wir das im Alten Testament erkannt haben, dass der Geist zurückkehrt zu Gott, so hat es Jesus auch befohlen, mein Geist geht wieder in Gottes Händen. Und nichts anderes. Wir schauen uns eine andere Stelle mit Lukas Kapitel 23, Vers 42 bis 43. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hier sagt Jesus zu den Verbrechern seine rechte Seite, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nicht morgen, übermorgen oder in 10 Jahren oder in 100 Jahren, sondern heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es würde überhaupt keinen Sinn machen, dieser Satz, wenn ein Todesschlaf kommen würde oder eine Nicht-Existenz nach dem Tod. Jetzt wollen die Kritiker sagen, dass diese Stelle falsch übersetzt ist. Die argumentieren und sagen, da ist eine Kommaverschiebung, sondern es wurde bewusst falsch übersetzt, denn eigentlich sollte es so heißen, wahrlich, ich sage dir heute, Komma, du wirst mit mir im Paradies sein. Irgendwann, zu einem späteren Zeitpunkt. Also wenn man ein Komma verstellt, gibt es einen ganz anderen Sinn, dass irgendwann im Paradies dieser Verbrecher mit Jesus sein wird. Nun, ich möchte jetzt nicht genau darauf eingehen, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich habe eine Recherche gemacht und für mich ist es richtig übersetzt worden. Ich werde ein eigenes separates Video machen zu diesem Thema, zu diesem Vers, ob es wirklich falsch übersetzt worden ist oder nicht. Also nach meinem Stand, nach meiner Recherche ist das richtig übersetzt worden und er sagt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Machen wir weiter und gehen zu Matthäus Kapitel 17, Vers 1 bis 3. Und nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschien ihnen Moses und Elia, die redeten mit ihm.
Jesus ging auf einen hohen Berg und nahm einige seiner Jünger mit. Hier dürften die Zeuge sein eines wunderbaren Ereignisses. Jesus' Angesicht verwandelte sich. Er nahm wahrscheinlich seine wahre Gestalt an. Durch die wahre Gestalt war er nicht mehr an die Materie gebunden und konnte in Verbindung treten mit der Dimension Gottes. Da war Elia und Moses und fingen an, mit Jesus zu sprechen. Moses und Elia haben viele Jahrhunderte vorher gelebt und waren schon lange tot. Sie konnten geistlich gar nicht dort sein, wenn es jetzt einen Todesschlaf gegeben würde oder eine Nicht-Existenz. Aber sie waren dort, sie waren aktiv, waren unter Bewusstsein und haben mit Jesus sogar gesprochen. Jetzt argumentieren die Christen, einige Christen, die sagen, das war kein reales Erlebnis, sondern nur eine Vision. Die Wahrscheinlichkeit, dass drei Leute, die Jesus mitgenommen haben, alle drei die gleiche Vision bekommen, ist sehr gering. Es war wirklich was sehr Reales. Es waren alles Augenzeugen. Drei Jünger plus Jesus haben dasselbe gesehen und erlebt. Später sagt Jesus zu seinen Jüngern, erzählt niemandem was davon, was ihr gesehen habt, bevor ich nicht auferstanden bin von den Toten. Also Jesus weiß ganz genau, was die gesehen haben. Es war keine Vision, es war etwas Reales. Also auch hier sehr, sehr widersprüchlich, was die Argumente angeht, dass es nur eine Vision ist. Nun, wir wollen noch mal ein Kapitel im Neuen Testament schauen, vor allem im Evangelien. Johannes Kapitel 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Hier ist Jesus sehr deutlich. Er sagt hier, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat. Also wer meine Botschaft hört und an dem glaubt, der mich gesandt hat, also Gott, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Er ist vom Tod direkt zum Leben. Er lässt hier überhaupt keinen Spielraum für eine Unterbrechung dazwischen oder einen Schlaf. Er sagt vom Tod direkt zum Leben. Also nach dem Tod Leben. Kein Spielraum, kein Todesschlaf, keine Nicht-Existenz, sondern Leben. Also auch die Evangelien sagen eher, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Wir wollen die Briefe anschauen, die Paulus geschrieben hat in Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 59. Und sie steinigten den Stephanus. Er betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Stephanus wurde gesteinigt und getötet. Kurz vorm Sterben betete er und sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. So wie Jesus am Kreuz sagte, in deine Hände befehle ich meinen Geist zu Gott. Hier sagt Stephanus zu Jesus, nimm meinen Geist auf. Jesus war hier schon lange auferstanden und hinaufgefahren in den Himmel. Und Stephanus, als er starb, sagte er, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Hier würde es überhaupt keinen Sinn machen, wenn jetzt ein Todesschlaf oder eine Nicht-Existenz geben würde. Denn Stephanus wusste hier ganz genau, dass er, sobald er stirbt, bei Jesus sein würde. Wir schauen uns die nächste Stelle an, 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 5 bis 8. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen viel mehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. In 2. Korinther sagt Paulus, der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Gott hat uns einen Geist gegeben als Pfand bis am Tag der Auferstehung. Am Tag der Auferstehung bekommen wir einen neuen Leib. Geist und Leib sind dann wieder zusammen, wieder aus zwei Komponenten. Aber jetzt haben wir nur den Geist als Pfand. Bis am Tag der Auferstehung sind wir geistlich lebendig, auch nach dem körperlichen Tod. Danach geht er weiter und sagt, darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, also solange wir im Körper sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn, sind wir nicht bei dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen viel mehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Also wir wünschen uns viel mehr, zu sterben
um daheim zu sein bei dem Herrn, aus dem Leib auszuwandern. Also würde hier Paulus auf eine Nicht-Existenz oder eine Existenzlöschung glauben, würde sich nicht wünschen, zu sterben, um bei Jesus zu sein. Also ist voll widersprüchlich. Also hier glaubte Paulus definitiv, dass wenn er stirbt, direkt bei dem Herrn ist. Wir schauen uns noch Philipper Kapitel 1, Vers 23 bis 24 an. Denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Hier sagt Paulus deutlich, dass es ihn drängt, zu sterben und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Aber er sagt, ihm drängt es, aus dem Leib auszuwandern, also zu sterben und bei Christus zu sein. Er hatte hier die Hoffnung und die Gewissheit, dass er sofort, wenn er stirbt, bei Christus ist und nicht in eine Unterbrechung. Warum sollte es ihn bedrängen, zu sterben, wenn es eine Unterbrechung geben würde? Kritiker sagen, ihn bedrängt zu sterben, weil beim Tod hat man kein Zeitgefühl mehr. Es kommt ihm bis am Tag der Auferstehung vor wie eine Sekunde. Wie wenn wir jetzt nachts schlafen und morgens auferstehen, haben wir auch kein Zeitgefühl. Das würde aber trotzdem keinen Sinn machen, denn da war er noch lebendig. Und dann würde der Satz eher so aussehen, er würde lieber sagen, mich drängt zu sterben, um bei Christus zu sein. Da ich aber nicht bei ihm sein werde, weil ich erst in einen Todesschlaf komme, ist es besser, dass ich hier bleibe. So ungefähr würde sich das anhören. Also deswegen macht es überhaupt, diese Argumentation macht überhaupt keinen Sinn. Wir sehen, sowohl im Alten Testament oder im Neuen Testament ist es sehr deutlich, es gibt ein Bewusstsein nach dem Tod. Es trennt zwischen der Körper und der Geist. Wir haben diese zwei Komponente. Der Körper verwest, wird wieder zu Staub, der Geist geht zu Gott. Mit vollem Bewusstsein. Jetzt sagen hier auch nochmal die Leute, ja, aber wozu brauchen wir dann noch eine Auferstehung, wenn wir geistlich schon leben? Die Auferstehung bezieht sich nur auf den Körper. Die Auferstehung, die zwei Komponenten sind jetzt getrennt. Der Geist ist jetzt lebendig oder immer noch lebendig und der gute Geist, der gläubige Geist bekommt seine Auferstehung. Der Leib wird auferweckt und kommen wieder in Verbindung. Geist und Körper verbinden sich noch einmal. Das ist die Auferstehung, leibliche Auferstehung, nicht geistliche Auferstehung, leibliche Auferstehung. Die geistliche Auferstehung bekommen wir durch den Glauben an Jesus Christus, jetzt schon. Und danach kommt die leibliche Auferstehung. Wie ihr seht, das ist zum Teil 1. Wir haben gesehen, wir haben uns jetzt viel geredet, ob nach dem Tod weitergeht oder nicht. Wir wissen aber jetzt immer noch nicht, was genau mit dem Geist passiert, bis am Tag der Auferstehung. Was macht er in dieser Zeit? Was macht Gott mit dem Geist? Wir haben jetzt viel geredet, ob es überhaupt weitergeht. Mir ging es darum, in diesem ersten Teil zu widerlegen, dass es kein Todesschlaf oder eine Löschung des Existenz gibt. Sondern für mich ist jetzt wichtig, zu erkennen, dass es was gibt. Und was genau jetzt mit dem Geist passiert und was es gibt, möchte ich dann im zweiten Teil besprechen. Werde ich wahrscheinlich wieder in zwei Parts aufteilen. In Teil Nummer 2, was passiert nach dem Tod. Ich lade euch herzlich ein zum weiteren Teile und ich wünsche euch Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.